Hallihallo, ich melde mich mal wieder tatsächlich von der neuen Messe, die Tipps und Tools in Köln, wo wir auch das Reese Motivation Profile ausstellen. Warum melde ich mich heute? Es sind tatsächlich schon 2 Monate rum seit dem Lizenzwechsel vom Reese Profile zum Reese Motivation Profile. Also 8 Wochen. Ihr habt vielleicht schon oder du hast vielleicht schon ausprobiert die neue Plattform. Ich habe das natürlich gemacht von Beginn an, bin total begeistert. Probier du das auch mal aus, sind viele neue Feature. Am meisten mag ich das Profil zu teilen mit dem Kunden. Also früher hast du ja ein PDF wahrscheinlich verschickt oder es ausgedruckt. Und heute hast du ja mittlerweile die Möglichkeit, über Profil teilen, dem Kunden das auch auf so eine interaktive Plattform zu stellen. Funktioniert richtig gut. Also wir sind angekommen in der digitalen Welt. Aber auch das Thema Projekte teilen funktioniert gut. Also wenn du möglicherweise mit einem Kollegen über ein Profil mal gucken möchtest oder eine Supervision möchtest, funktioniert das echt gut. Probier das bitte aus. Das eigene Profil kannst du natürlich auch machen über die eigene Plattform. Dann siehst du das mal und kannst dir auch den Report angucken. Der ist ja auch total umgestellt. Ne, so sieht das Profil ja mittlerweile aus. Da sind viele schöne Kleinigkeiten drin versteckt, die es zu entdecken gilt. Eine möchte ich dir vorstellen heute. Auf dem Deckblatt siehst du hier oben die neuen Piktogramme, diese Icons. Das ist nicht irgendwie gemacht, sondern hat einer richtig gut nachgedacht. Vorne siehst du die Icons, die dich ausmachen. Also deine persönlichen Motive sind vorne schon drauf. Ist ein Motiv stark ausgeprägt, ist es ein großes Icon. Kleiner ist es, wenn es klein ausgeprägt ist. Und das helle Symbol, bei mir zum Beispiel hier für das Thema Familie. Hell heißt niedrig ausgeprägt, also ich bin eher so der Partnerschaftliche als der Fürsorgliche im Bedürfnis. Und dunkel, wie hier zum Beispiel das Thema Beziehung, hoch ausgeprägt. Auch die Texte sind wunderbar hier drin, kannst du also auch dir angucken. Die ganzen Texte für alle Ausprägungen, hoch und niedrig, findest du zum Beispiel in der Medienbox. Das ist auch noch eine Empfehlung von mir. Am 1.7. hast du vom Daniele Gianella eine Mail bekommen mit ganz viel Informationen, unter anderem auch einen Klick in so eine Dropbox, wo du die Medienbox runterladen kannst. Und dort kriegst du Icons für deine Webseite, du kriegst das Logo, du kriegst ganz viel Texte, Marketingmaterial etc. pp. Webinare für die Plattform und all die Dinge. Geh da auf jeden Fall mal rein, das wird auch kontinuierlich aktualisiert. Apropos Medienbox, es gibt mittlerweile auch tolles Marketingmaterial. Vielleicht kennst du noch das Magnetboard, was wir früher genutzt hatten. Das gibt es jetzt auch schon in neu. Auch sehr schön, mit den Magneten inklusive in der Originalversion. Und wenn du es umdrehst, hast du die Business-Version. Also auch da wieder toll mitgedacht. Und vielleicht kennst du noch die große Flipchart in DIN A4, die ich auch oft mit den Magneten benutzt habe. Auch die gibt es mittlerweile, kannst du alles bestellen bei der RP Germany. Also, geh den nächsten Schritt, gewöhn dich daran, das ist richtig klasse, ganz tolle Fortschritte wirst du kennenlernen. Bei Rückfragen melde dich gerne bei mir, inhaltlich oder natürlich wieder bei der RP Germany. Wenn du Themen hast, Fragen hast zur Website, zur Plattform etc., hast du ja auch einen Support-Balken direkt in der Plattform. Also, genug geredet, wünsche dir eine gute Zeit, bis bald, ciao.